Und da bin ich auch schon wieder. So. Alle leise, er macht seine Begrüßung. Erstmal eine schöne Begrüßungsrede. Ja, willkommen hier auf meinem Server. Der ist entstanden in jahrelanger Kleinstarbeit. Einzeln habe ich Bit für Bit zusammengesetzt, um dieses Machtwerk zu erzeugen. Ende. Damals. Damals, 1973. Was? 1973? Da habe ich schon gelebt. Ja, gut. Die werden schon wieder Muffins verschenkt. Ja, ja, ich hab schon gesehen, da fliegen wieder andauernd irgendwelche Gerichte rum. Ja, vielen Dank. Oh, apropos Nahrung. Meine Sättigung bewegt sich auf einem kritischen Niveau. Erstmal eine Zwiebel. Erstmal eine Zwiebel reinhauen, mit Brot. Ja, Mann. Zwiebel mit Muffin. Oh, das muss eine Kombi sein. Zwiebelmuffin. Ich meine, solange du so einen milden Teig oder so einen herben Teig benutzt, geht es ja vielleicht sogar. Aber gib mal so ein klassischer, richtig schön süßer Schokomuffin und deine Zwiebel hinterher. Danach ist alles vorbei. Oh. Danach ist alles gelaufen. Da kommt Freude auf. Ja. Was wollen wir uns denn eigentlich ausbreiten? Na, ich würde erstmal hier direkt um diese, hier ist ja so ein kleines, naja, ich sag mal so eine Einmulde. Und hier rum können wir uns ja erstmal so schön ausbreiten, praktisch von dem jetzigen Gebäude in meine Richtung ausbreiten. Also quasi die gesamte Fläche, okay. Die gesamte Fläche, die ja schon von Bäumen befreit ist, dürfte erstmal so als Grundfläche groß genug sein. Oh, da hinten ist die angesprochene, oder das angesprochene Bananenbiom. Haufenweise Bananen. Nahrung ist also auch gesorgt? Ja. Na gut, ich meine, für Nahrung ist sowieso gesorgt. Die Zwiebeln hier, die reichen 3 Jahre. Oh, Thomas ist im Untergrund. Ja, da ist auch Baked Clay schon. Oh, nice. Das Einzige, wo wir, wie gesagt, ein bisschen länger suchen dürften wahrscheinlich, ist ein Eisen. Da der Map-Gen ja relativ geizig ist. Das Problem überlasst mir. Okay. Aber es ist mehr spaßig. Ich bereite mal ein bisschen die Treppe runter vor, dass wir den Weg haben, aber wir gehen gemeinsam. Ist sicher lustiger. Ja, das ja, auf jeden Fall.
Weil das einzige Problem bei dieser Blümchenwiese ist, dadurch, dass die Erde selber schon so extrem kontrastreich ist, siehst du diese Kanten kaum. Ich bin immer wieder, wo hört denn jetzt die Kante auf? Wo muss ich denn jetzt wieder weiter? Ist schon. Bin ich voll? Ich bin voll. Ja, sag mal. Das ist doch gar nicht. Yay. Ab eine Möhre. Also für abwechslungsreiche Nahrung ist gesorgt. Ah, jetzt weiß ich. Für ausgewogene Ernährung. Das Wort habe ich gesucht. Ist das schön, Sand buddeln. Juhu. Na, ich buddel ja gerade Blumen, da hat man zumindest ein bisschen Blumenvielfalt. Blumen und Gras sind schon außen angebracht, seins extra Sammelecken. Weg, jetzt kommt der Sand weg oder die Erde. Siehst du, was mir noch einfällt? Wir müssen ja auch noch die Fläche hier protecten. Da ich ja intelligenterweise meinen klassischen Client erst genommen habe, wurde ja die Position, wo wir sind, leider eingeblendet. Ja, ist ganze Fläche geshared? Ja, doch, genau. Genau. Moment. Also ich habe 64x64 zur Verfügung. Na, ich glaube, ich habe jetzt mal ganz kurz als Admin ein. Dann macht das mal ganz schnell hier im Flugmodus. So. Dann. Oh, ich teleportiere mich. Ihr seid nicht so weit weg. So. Du musst nur die Koordinaten von mir kriegen und nicht rumwandern. Wenn ich im Zentrum des Mittelpunktes mit unserer Lagerstätte stehe, müsstest du doch den Rest ausrechnen können. Na, ich als Admin kann sowieso die Fläche so groß anlegen, wie ich möchte. Also von daher würde ich einfach die gesamte Fläche, die hier baumbefreit ist, quasi einmal einrahmen und dann komplett sagen, gib ihm. Okay. Ein bisschen größer ist auch immer besser als zu klein. Dann können Leute in der näheren Umgebung hier keine Kackstifte aufbauen, die unsere Sicht beeinträchtigen.
So. Achso, siehst du, wir haben uns noch gar nicht auf den Namen geeinigt. Wollen wir es jetzt so machen mit diesem Ita City? Achso. Also einmal so hier. Ach, ich bin auch blöd. Ich wollte jetzt hier für Area Plus 1 und Area Plus 2. Mir fällt es irgendwie schwer zu widersprechen. Ich widerspreche ungern Leuten. So, dann noch mal das Ganze. Also. Ist da jemand Schokolade? Oder was knistert da so? Mir mal ein Päckchen Salzstangen aufgemacht. Mm. Das ist zum Frühstück das Beste, was man machen kann. Ja. Auf nüchternen Magen, auf nüchternen Magen tut das echt gut. Jetzt muss ich erstmal warten, bis du mit deinen Texten fertig bist. Add Owner, ID, Person, Name. Hab schon. So. Du hättest auch noch rein? Nee. Ja, ne? Dragon. Was? Das not exist? Oh, ich hab R vergessen. Warum gibt's Rechtschreibung? Oh, Alter, was mach ich denn hier? Ach, ohne E. Wow. Geht doch. War ein harter, langer Weg, aber ich hab's geschafft. Alle sind drinne. So. Wow, außer ich selbst natürlich. Das war ja wieder königlich. Da bin ich wieder. Oh! Ein Pilztempel? Müsste meine Tochter sein.
Warte, Thomas, ich helfe dir. Dann haben wir alle schon auf ja, einer Zentrumsdorf ein bisschen ebenerdig gestalten. Zentrum zumindest. Genau. Genau das war meine Intuition. Intuition. Doch, ne? Ja, okay. Ich hatte zwar in Deutsch immer eine 5, aber egal. Englisch auch. Ich war witzigerweise in Englisch, oder bin in Englisch witzigerweise besser als im Deutschunterricht. Jetzt muss man aber auch dazu sagen, das liegt weniger an Deutsch als an den lateinischen Fachbegriffen im Deutschunterricht, aber trotzdem. Dann wird er wieder wach, der Trauma. Plusquamperfekt. Ich hasse es noch heute. Ja. So richtig schön umringt hier von Wasser die eine Seite von unserer Insel. Also könnte man echt nicht besser haben. Da haben wir echt guten Ort gewählt. Voll und ganz nice. In die eine Richtung. Auf jeden Fall. In die eine Richtung, da wo die ganzen Bäume sind, können wir uns noch ausbreiten, wenn es später zu eng wird. Und in die andere Richtung, dann haben wir schöne Aussicht mit Meerblick und allem drum und dran. Ja gut, Meerblick jetzt nicht, aber Flussblick. Wir haben mehr Blick statt mehr Blick. Badumts. Alles eine Frage der Betonung. Ich musste nur mal gucken, vielleicht kriegen wir es da doch hin, dass da, wo wir denn keine Tal ausfüllen, dass wir da doch viel bekommen, dass da nicht dieses grüne Gras wächst, sondern dieses Blümchengras. Weil wenn er grüner Fleck wäre, mal gucken, wie es dann aussieht. Wird doch zugeschüttet. Na gut, okay. Da soll das hier offen. Na eben, das ist die Frage, was dann da später hin soll, aber eben, da kommen wir später wahrscheinlich wirklich Gebäude hin. Und die kleinen Stellen, die man dennoch sieht, kann man ja dann manuell dann nachträglich noch umarbeiten. Oder da kommt einfach ein so großes Gebäude drauf, dass die gesamte Fläche überdeckt ist. Dann halt das Gras oben drauf, dann hast du grün. Falls euer Land ausgeht, Bescheid sagen, ich habe relativ viel. Über 200. Fast 300. Ja doch, also wenn man so einen direkten Vergleich hat besser zwischen. Wenn man so einen direkten Vergleich hat zwischen mit Schippe abbauen und wenn die Schippe dann kaputt geht, mit Hand abbauen, da merkt man doch, die Schippe ist schon schneller, auf jeden Fall. Bisschen schneller ist sie auf jeden Fall, definitiv. Dwecken hat einen Keks. Dwecken gibt mir Kekse. Er gibt mir Kekse. Ha, kriegt keiner. Alle meine. Yay. Schnell wegrennen. Was? Gibt wieder Kekse? Ja. Hab gerade hier. Kekse. Inventar ist voll. Verdammt. Wow. Dann isst deine Salzstangen mal schneller. Ja, genau.
wie er extra ans Mikrofon rangeht, ja? Pass mal auf, dass du das Mikrofon nicht auch aus Versehen mit isst. Nom, 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 nom. Genau. Und die nächste Steinschippe. Haben wir fast geschafft hier. Geht mit mehreren dann doch schneller als alleine. Ja, ja, das ist auf jeden Fall. Ey, vor allem, wenn so jeder so seinen kleinen Part macht, dann geht das echt ratzfatz. Fertig! Yay! Die Frage ist, sollen wir jetzt hier gleich aufschütten oder erstmal so lassen? Weil wenn ihr in ein Gebäude hinkommt, dann wird er hier sowieso noch in den Boden reingezogen. Dann müsste der Satz ja später wieder abgetragen werden. Von daher wäre es sogar sinnvoller, das hier erstmal so zu lassen. Bis wir wissen, was hier hinkommt. Schon, ne? Dezent. Keller und so, na, ist es eh wieder hinfällig. Eben. Hat das Sand unglaublich, mehr als am Strand. Dann lieber den Sand von unten. Eben, da fällt es nicht auf, wenn er fehlt. Oh, ich schreibe dir im Chat. Thanks you both for the food. Danke für die Kekse. Food ist aber nicht Kekse. Gerne, ich bin hier der Koch. War nur ein Witz. Wobei, wieso nicht, ne? So hat jeder seins. Aber ein Koch, der uns mit kulinarischer Kost vergnügt. Hehe, Kekse. Nam, 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 nam. So. Erstmal die Gedanken. Erstmal die ganze Seite hier wegschippen. So, haben wir da bei dem Gebäude hier schon eine Fläche, wo Geröll, Erde, Stein und so hin sollen? Nein. So, doch, auf der Seite zur Farm hin. Wenn du rauskommst, linke Hand, habe ich mit Sand angefangen und los. Okidoki. Ja, doch, sehe ich. Okay, gut. Normalerweise bin ich so ein Typ, der vor der Kiste ein Beispiel eingräbt. Das ist dann etwas leichter mit dem Lesen. Ja, bei Erde leider relativ schwierig. Ja, ich glaube, wenn man hier Sand eingräbt, dass der Kontrast wäre unglaublich hoch. Ich garantiere euch, ich kann die Erde eingraben, sie bleibt. Sie wird nicht überwachsen. So Fake-Erde? So, ich komme mal wieder ums Feld. Hier sieht alles relativ ausgewachsen aus. Oh, ich glaube, ich kann hier wirklich einfach mal einmal komplett Reihe durch und alles abschlagen. Hier ist ja alles fertig. Ich glaube inzwischen ja. So viele Erdbeeren. Oh. Endlich meine Kartoffeln. Dann vielleicht mal langsam Gedanken drüber machen, das Inventar.
war gerade ganz schön abgebrochen. Was ist mit dem Inventar? Das Inventar mal sortieren so langsam. Ach so, ach, lass dir Zeit. Ich ziehe regelmäßig die Blumen raus, also die Kisten, die ich angelegt habe, das hole ich schon regelmäßig raus und sortiere es weg. Gut. Im Zweifelsfall haben wir immer noch unsere Ramschkiste, wo alles Mögliche rein kann. Naja, haben wir gleich einen Lagerbeauftragten. Oh, ich werde mit Essen beworfen. Danke, Celine. Oh, Donuts. Mhm. Gibt's die auch mit Senf? Donuts mit Senf? Mann, lecker. Kann man der Battle aufstellen, was besser ist? Muffin mit Zwiebeln oder Donut mit Senf? So, Farm leer. Gut, oh. Dann gucken wir mal, wie wir das hier am besten wieder aufpflanzen. Also, eine Seite Zwiebeln, Rhabarber, rote Beete, so die ganzen eher würzigeren Sachen. Die kommen mal alle hier so hin. In oh. Reihe pro Zeug oder was? Na, die Frage ist ja, wollen wir wie gesagt wieder alles anbauen oder uns jetzt eher auf Kartoffeln und so konzentrieren? Also Kartoffeln und Gurken vor allen Dingen, weil aus den beiden kann man ja diesen Salat machen. Stimmt, die Gurken, die bringen auch was. Ja. Linux, du rennt einfach weg. Celine hat dir was hingepackt. Ja, ich habe Gurken geholt. Nimm es. Nimm es. Celine verlangt es. Zwiebeln? Hier, die Sachen, die auf dem Boden liegen. Yay. Pixel. So, haben wir jetzt mal zwei Reihen Zwiebeln, dann machen wir jetzt mal zwei Reihen Rhabarber. So, dann zwei Reihen was auch immer. Und dann kommt, nee, von Rote Beete habe ich erstmal nur 9, da kommt erstmal nur eine Reihe hin. Beziehungsweise ich kann mal gucken, ob in den Kisten noch was drin ist an roten, an Zwiebeln. Ah doch! Okay, gut. Also zwei Reihen Zwiebeln. So, dann kommen jetzt Erdbeeren, das Wichtigste auf der Welt. Oh, Celine, he think a strawberry is the most important. Ja. Wow. So. Gurken hast du schon angepflanzt, ne? Das ist das, was hier... Gurken habe ich schon gemacht, ja. Okay, gut. Dann machst du jetzt Kartoffeln. Davon machen wir gleich mal 4 rein oder so, weil, wie gesagt, das ist halt das, was definitiv am ergiebigsten gebraucht wird. Oder so. Vor allem Kartoffeln sind auch extrem random. Da hat man echt... Mal hat man nur eine, mal hat man 5 und eben. Die anderen Sachen, die sind meistens gleich bleiben. Bei den Gurken zum Beispiel hat man meistens 4. Aber wie gesagt, die Kartoffeln, die sind halt extrem random. So, Lager voll, passt doch. Tada! Nice. Das ist Haus gebaut. Ja, yeah, I need some area. I'm boss. What?
Ich höre komische Geräusche. Und so langsam könnten wir eigentlich mal was? Test, test. Achso, siehst du, bevor ich welche anlege, hat jemand noch Holzzäune? 20. Von den normalen und 96 von den dünnen. Nee, von den normalen eben. Ich will diese dünnen hier noch ein bisschen unterteilen, weil das sieht immer so unnatürlich aus, wenn die hier so ewig dünn lang gehen. Ich meine, die würden ja durchbiegen. Boah, man kann dazwischen noch irgendwie was setzen, oder? Ja, genau. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Heißt also 2 Unterteilungen, bleiben 3 übrig. Nein, bleiben nicht. 2 Unterteilungen. Dann bleiben 8 übrig. Ist eine scheiß ungerade Zahl. Fuck. Okay. Achte auf deine. So. Kinder anwesend. Das Objekt Ronny schaltet in kinderfreundliche Sprachumgebung um. Bitte warten. Hello, I'm from Japan. Gut, okay, das ist jetzt nicht ganz, aber es sieht gut aus. So, sind hier auch 10? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, dann macht er sich genauso. Du kommst einmal raus. Oh, du kommst einmal raus. Perfekt. Die Farm ist symmetrisch, irgendwie basierend auf. Pi mal Daumen. Genau. Hier hat schon jemand Vorarbeit geleistet. Sehr schön. Tada! So. Sieht doch gleich viel natürlicher aus. Wie alle auf den Kisten draufstehen. Hier wird auf den Tisch getanzt. So. Okay, also wir haben ein Lager. Was für ein Gebäude kann ich als nächstes? Ach so, hier steht ein Häuschen. Ah. Gut, was können wir als nächstes bauen? Das wäre mehr oder weniger der Minenzugang oder so, weil es genau bei dem Loch ist. Oh. Gut schön. Apropos Minenzugang, ich sollte mal wieder ein bisschen Cobblestone holen. Wir haben noch 60 Stück davon. Oh, und ich muss jetzt mal wieder die Aufnahme unterbrechen. Bis gleich. Und für meine Zuschauer, schau mit V.